Für die Backofenkartoffeln brauchen wir 2,5 Kilo Kartoffeln, 8 Esslöffel Rapsöl, 1 Teelöffel Salz und 2 Esslöffel Kräuter der Provence. Den Backofen auf 220 Grad vorheizen. Zuerst schälen wir die Kartoffeln und schneiden sie in walnussgroße Stücke. Danach müssen wir die Kartoffeln abtrocknen, damit sie beim Backen knusprig werden. Jetzt rühren wir die Marinade an. Für die Marinade brauchen wir 8 Esslöffel Rapsöl, 2 Esslöffel Kräuter der Provence und 1 Teelöffel Salz. Die Kartoffelstücke werden nun in eine Schüssel gegeben und mit den Händen mit der Marinade vermischt. Zum Schluss verteilen wir die Kartoffelstücke gleichmäßig auf zwei mit Backpapier ausgelegten Backblechen und backen sie mindestens 20 Minuten, bis sie kross sind.